Herzlich willkommen zurück beim American Truck Simulator. So, ich denke, mit der letzten Tour haben wir so viel Geld zusammen, dass wir uns jetzt einkaufen können. Was wir auch sofort in die Tat umsetzen. Ja, 122. 123. Können wir denn noch die Farbe ändern? Ne, die sind alles zu teuer. 137, 175, 6x4, 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 auch ein 6x4, Dirty Dodge, aber kein Sleeper. $370 Drehmoment. 1830 Newtonmeter. 10 Speed Getriebe, Kraftstofftank, 150 Gallonen, Farbe Snow White. Gucken, ob wir den in einer anderen Farbe kriegen. Nee, die Farbe. Ich hätte gerne eine andere Farbe. Das ist sowas, so ein Flicklack. Ach nee, das ist eigene Farbe. Metallic. So Metallic, das wäre natürlich... Da haben wir noch keine verfügbaren Farben. So ein blau Metallic, das wäre natürlich... Oh. Kann man den dran zoomen? Ja, guckt euch das mal an, das sieht doch mal... Wow. Ne, leider. Nehmen wir einfaches Blau. Kostet 2000. Weiß kostet auch 2000. Ach, Weiß haben wir. Farbe ist egal. Oder ein Rot. Haben wir denn Metallic Rot? Nee, doch, Metallic Rot haben wir auch. Wir nehmen den mal in Rot. Warenkorb? Was kann man denn hier so verändern? Hauptspiegel. Türgriffe. Reifen, das ist klar. Felge. Felgen und Reifen. Mhm. Seitenverkleidung. Ne, ich gucke jetzt nochmal so lose. Was haben wir denn oben? Nichts. Dachspoiler haben wir keinen. Haben wir nix. Frontspiegel. Ach so, jetzt hier vorne. Klar. Bumper Standard. Den haben wir sowieso. Da haben wir auch nichts so. Mehr können wir wahrscheinlich nicht. Da können wir noch einen Spiegel oben drüber setzen. Können wir immer noch nicht? Nein. Okay. Dann nehmen wir den so. Kaufen. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch, Joe. Du hast deinen ersten LKW gekauft. Lass ich mal durchlaufen. Das sieht schön aus. Wie geil ist das denn? Unser eigenes Zuhause, unser eigener LKW. Ach, jetzt kann das Leben anfangen. Hauptsache, ich finde das hier jemals wieder. Da haben wir noch eine Bühne. Ach, ich freue mich so richtig. Endlich ein eigenes Auto. Toll. Ganz toll. Okay, dann werden wir uns mal die Auftragsangebote anschauen. Jetzt können wir diesen hier nehmen. Frachtmarke, jawohl. Da sind wir. So, Spanplatten. Normaler Auftrag, Standardlieferung. Wieso steht da GPS dran? Nach San Francisco. Müssen wir da abholen? Mal da, da hätten wir direkt vor der Haustür.
Warum müssen wir hier so komisch fahren? Egal. Nehmen wir die. Waren das 6000? Ist ja nicht viel, ne? Für die Tour vorhin haben wir 4000 gekriegt. Und jetzt müssen wir mit einem eigenen LKW fahren und kriegen gerade mal 6000. Ist ja nicht die Welt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Schöner Pickup. Da bin ich ja mal gespannt, wann es die ersten Add-on-Autos gibt. Gesehen? Am Straßenrand dieses riesen Kombigerät. Ja, ist ja rot. Scheiß Ampel. Er fährt schon wieder Rakete durch die Gegend. Oh, wir müssen links abbiegen. Schön. Mit den geparkten Autos und so. Die Bremse ist ein bisschen brutal. Ja, der ist noch neu. Oh, Dankeschön. Erstmal gucken, wo habe ich denn die Tankanzeige hier? Batterie, Öldruck, Temperatur. Was ist das? Das ist grün und rot. Da unten rechts. Ne, unten in der Mitte ist Tank. Wenn ich das richtig sehe. Ach, das ist Druck. Guck mal, das zeigt sogar an, wie fest du auf der Bremse trittst. Oben rechts. Beim nächsten Bremsen zeige ich das. Mal Gas geben.
Simulator. Jetzt achtet mal drauf, wenn ich bremse. Cool, ne? Da kannst du sehen, wie fest du bremst. Ja, cool ist das. Bah. Noch mal trinken gehen. Wenn ich Handbremse anmache, gehe ich auch hoch? Nee. Ich habe ihn gesehen, ja, der uns entgegenkam. Mustang. Wieder dunkel. Ja, 18 Uhr. 18.30 Uhr gleich. Ich glaube, die Folge wird etwas länger. So. Irgendwo hier muss die Einfahrt sein. Ah, da. Ach ja, da muss man wieder da. Karte abholen. Beim Pförtner. Hops, hops. Jawohl, den
Nehmen wir an. Ist der Alter, ja. Wunderbar. Okay. Er muss ja richtig Gas geben. Gegenüber vorhin, wo ich mit Lern gefahren bin. Da können wir auch schon den nächsten Parkplatz anfahren. Oh, jetzt hüppelt er auch gar nicht mehr so in den Dingern hier. Bordstein, jawohl. So muss das sein. Ganz schön quälen. Der muss sich ganz schön quälen, auf Tempo zu kommen. Stärkerer Motor her. Selber erstmal fahren, so dass wir um die 30.000 $ haben und dann rüsten. Fangen wir langsam an, rüsten den auf. Ich
denke mal, da kannst du auch andere Kabine drauf tun und. Oh, da geht das Licht an in der Beschilderung. Schön. Dann lass uns mal eben gucken, wo wir einen Parkplatz haben, wo wir dann nächtigen können. So, hier ist nichts. Ah, da hinten kommt einer. Da kommt einer. Oder ist das eine Waage? Das ist eine Waage, ne? Symbole, haben wir hier irgendwo Symbole? Info? Ah, da, Info. Und zwar ist das Wiegestation, genau. Da hinten ist ein Parkplatz. Erkundete Stadt, nicht erkundete Stadt. Tankstelle, Mautstelle, Rastplatz. Rastplatz hätten wir dahinter. Hinter der Wiegestation. Dann schauen wir mal. Meinst du, muss man eine Wiegestation anfahren? Ich glaube ja. Müsste jetzt gleich hier umkommen. Nee, jetzt kommt erst der nächste Ort und dann kommt die Wiegestation. So war das. Nehmen. Entschuldig. Ah. Richtiger Trucker braucht richtigen Kaffee. Da stand bestimmt ein Schild für die Wiegestation. Hoffentlich muss ich da nicht fahren. Hoffentlich kriege ich keine Strafe, wenn ich vorbei bretter. Ich versuche mal. Ihr seht mich nicht. Nein, ihr seht mich nicht. Ich mach mal Licht aus, dann seht ihr mich nicht. So. Na, toll! Fahren ohne Licht, $500. Na toll. Na klasse. So ein Mist. Da ist der Parkplatz. Da musst du gerade reinfahren, vorwärts. Okay. Ping ist doof. Das ist blöd. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen.
Und ich hoffe, wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dann, ciao, ciao.